ganz besonders, dass ich heute hier sein darf, aus zwei Gründen. Der eine ist, ich bin früher schon ab und zu mal da gewesen. Sie haben das ja gerade gesehen, ich war mal für die Getriebeentwicklung bei BMW verantwortlich. Ich habe diese Veranstaltung von damals wirklich in äußerst positiver Erinnerung. Und der zweite Grund ist, dass ich Ihnen heute hier ein wirklich faszinierendes Produkt vorstellen darf. Nicht nur die Technik, sondern auch ein bisschen the story behind. Und zwar geht es um den BMW i8 und das ist ein Fahrzeug, mit dem wir zeigen, dass Sportwagen-Performance, Fahrfreude, kompromisslose Fahrdynamik und nachhaltiges Fahren, Verbrauch auf Level eines Kleinwagens, das ist kein Widerspruch, das kann man machen. Und das haben wir gemacht und das Fahrzeug steht auch draußen vor der Tür. Vielleicht zunächst die Frage, warum müssen Automobilhersteller überhaupt handeln? Warum kann man nicht weitermachen wie bisher? Ein paar kW mehr, ein bisschen Verbrauch weniger, ein paar mehr Gänge ins Getriebe rein und den Wirkungsgrad etwas erhöhen. Der Punkt ist, Sie kennen die ganze Diskussion über die Verfügbarkeit der Ressourcen, über Energiekosten. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich möchte Ihr Augenmerk auf eine Entwicklung richten. Das ist das Thema Verstädterung. Der Trend geht weltweit dazu, dass die Menschen in die Städte ziehen und es entstehen immer mehr Megacities. Jetzt bei aller Wertschätzung hier für Berlin, das ist ja, glaube ich, die größte Stadt bei uns in Deutschland. Berlin ist ja weit davon entfernt, eine Megacity zu sein. Als normaler Mensch, der in Deutschland lebt, hier oder sogar in Bayern wie ich, hat man extreme Schwierigkeiten, sich vorzustellen, was eine Megacity überhaupt ausmacht. Wer mal in Tokio oder in der Greater Tokyo Yokohama Area gewesen ist, der kriegt da so ein bisschen ein Gefühl dafür. Aber wenn man nach China schaut, in China gibt es Städte, die haben 5 Millionen oder mehr Einwohner und deren Namen haben die meisten, nehme ich an, die hier sitzen, noch nie im Leben gehört. Das heißt, da ist eine Entwicklung im Weg, unterwegs und diese Entwicklung, die braucht Emissionsreduktion, die braucht Emissionsfreiheit, weil sonst funktioniert das nicht. Und deswegen überlegen sich die Gesetzgeber alle möglichen Dinge, die man da machen muss. Da gibt es natürlich die CO2-Gesetzgebung, die kennen Sie, da gibt es Steuern. Aber da gibt es zunehmend auch Einfahrbeschränkungen und Regulatorien. Ein Kollege, der jetzt in China eine verantwortungsvolle Aufgabe gehabt hat und zurückgekommen ist, erzählte mir, dass man in Peking jetzt dazu übergeht, dass an Tagen, wo extremer Smog ist, wirklich schon Fahrverbote ausgesprochen werden für Fahrzeuge, die keinen nicht emissionsfrei fahren können, also die keinen elektrischen Antrieb haben. Jetzt stellen sich die Kunden vor, die ein Fahrzeug haben für 100, 120, 140.000 Euro oder mehr sogar noch, und die müssen jetzt an der Stadtgrenze stehen bleiben. Das akzeptieren die natürlich nicht, weil die Kunden ganz generell überhaupt nicht bereit sind, in irgendeiner Art und Weise Verzicht zu üben. Das heißt, was wir liefern müssen, sind nach wie vor Fahrzeuge mit maximalem Fahrspaß, mit maximaler Performance. Und alles, was jetzt Regulatorien sind, das CO2 und Verbrauch, das müssen wir liefern, ohne an der Funktion etwas zu tun. Und das ist, da eben diese Rahmenbedingungen immer schwieriger werden, jetzt genau der Grund, weswegen Revolution gefragt ist und nicht länger Evolution. Was wir bei BMW gemacht haben, Sie haben das sicher verfolgt, wir haben eine neue Submarke gegründet, die heißt BMW i und die ist die Speerspitze der Technologie. Wir versuchen also unter BMW i die Technologien zu entwickeln und Produkte zu schaffen, mit denen wir uns auf diese Zukunft einstellen. Da haben wir Antriebsbaukasten gemacht, da haben wir Leichtbautechnologien entwickelt, da haben wir ein erstes Elektrofahrzeugkonzept abgeleitet, den BMW i3, den Sie heutzutage an und wann vielleicht schon mal auf der Straße sehen. Und wir haben uns dann 2009, als wir das Portfolio von BMW i diskutiert haben, auch gefragt, wie sieht ein Sportwagen der Zukunft aus, der das 21. Jahrhundert überlebt. Da haben wir ein bisschen nachgedacht und haben dann diese Studie Vision Efficient Dynamics, die der eine oder andere vielleicht gesehen hat, nach Frankfurt gestellt und waren dann extremst überrascht von der Reaktion. Also da waren nicht nur viele Kunden, die gesagt haben, klasse, das wollen wir machen, da ist die Politik gekommen, da sind Journalisten gekommen, da sind andere Stakeholder gekommen, haben gesagt, macht das, weil das bringt den Standort Deutschland voran, das bringt die Automobilindustrie voran. Ja gut, so derart ermutigt haben wir dann gesagt, das machen wir. Haben uns 2011 dann überlegt, wie sieht ein Konzept aus, was dann wirklich industrialisierbar ist, das andere war ja nur eine Studie. Haben ein Konzept nach dort 2011 nach Frankfurt gestellt und sind jetzt im Moment dabei, das Fahrzeug in Serie zu bringen. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite das Serienfahrzeug, so wie es draußen steht. Und was uns sehr wichtig war, dieses emotionale Design und dieses zukunftsweisende Design auch wirklich in die Serie zu retten. Ich denke, dass das ganz gut gelungen ist. Vielleicht dazu die Anekdote, unser Marketingchef bat mich neulich, dass wir jetzt für den Launch des Fahrzeugs eine andere Farbe nehmen, also nicht dieses BMW i Silber, was wir dort haben. Und dann habe ich gefragt, warum, weil das doch eigentlich ganz schön ist.
Da hat er gesagt, die Leute müssen sehen, dass wir jetzt fertig sind, dass wir ein Serienauto haben und deswegen brauchen wir eine andere Farbe. So, was muss man machen, um einen Sportwagen zu machen, der wenig verbraucht und der emissionsfrei fährt? Auf der einen Seite muss man die Sportwagengene einbauen. Das ist klar, das ist geringes Gewicht, das ist niedriger Schwerpunkt, das ist eine optimale Achslastverteilung, eine gute Aerodynamik und ein gutes Massenpackage. Auf der anderen Seite, um emissionsfrei zu fahren, muss man einen elektrischen Antrieb integrieren. Jetzt gibt es heute am Markt Sportwagen, die hervorragend fahren. Es gibt auch Fahrzeuge, die elektrische Antriebe haben, mit einer sehr, sehr guten, vernünftigen Längsdynamik. Aber was es eben nicht gibt im Moment, das Ganze verheiratet in einem einzigen Konzept. Und das ist das, was wir hier gemacht haben. Jetzt, wie haben wir das gemacht? Ich möchte zunächst mal beginnen mit der Darstellung, wie man es nicht machen kann. Wenn man ein bestehendes Fahrzeugkonzept nimmt, so wie es heute ist, und dort einfach den alten Antrieb rausmacht und einen Elektroantrieb hineintut, dann kommt da nichts Vernünftiges bei raus. Das liegt daran, dass heutige Fahrzeugarchitekturen dafür gemacht sind, einen relativ großen Verbrennungsmotor einzubauen und einen relativ kleinen Energiespeicher in den Tank. Und wenn man einen Elektroantrieb hat, dann ist das eigentlich genau andersrum. Die Antriebseinheiten sind eher kleiner und der Tank, also die Batterie, die sind größer. Und wenn man das jetzt trotzdem dort einbaut, dann sitzt die Batterie an der falschen Stelle, da ist der Schwerpunkt zu hoch, da hat man meistens keinen Kofferraum mehr und das ganze Ding wird auch viel zu schwer. Das heißt, man muss etwas anderes tun und wir haben deswegen für BMW eine neue Architektur entwickelt, das nennen wir Live-Drive-Konzept. Und die beginnt damit, dass wir den Speicher ganz tief ins Fahrzeug setzen, mit einem Vorderwagen, einem Hinterwagenmodul aus Aluminium verbinden und obendrauf eine Fahrgastzelle aus Carbon. Das führt dazu, dass der Speicher eben extrem tief im Fahrzeug sitzt, das heißt, der Schwerpunkt geht extrem weit nach unten. Wir haben hier 450 mm, das ist ein absoluter Sportwagen-Benchmark. Über die Position des Speichers im Fahrzeug kann man die Achslastverteilung optimal einstellen. Dann haben wir einen Elektroantrieb auf der Vorderachse quer eingebaut, einen verbrennungsmotorischen Antrieb auf der Hinterachse auch quer eingebaut, um die Massen möglichst nah an den Schwerpunkt zu bringen. Das heißt, alle Massen sind zwischen den beiden Achsen, was dazu führt, dass die Trägheit um die Hochachse extrem niedrig ist. Das heißt, ein sehr, sehr agiles, leichtes Fahrzeug. Und dann natürlich das Thema Leichtbau. Carbon ist hier der Schlüssel, weil Sie müssen das Gewicht, was Sie für einen Elektroantrieb hinzufügen, was in der Größenordnung von 200, 220 Kilo ist, das müssen Sie wieder kompensieren, um auf die Gewichtswerte zu kommen. Weil ein Sportwagen, der nicht leicht ist, ist kein Sportwagen. Also hier CFK-Technologie, Carbonfasertechnologie als Enabler dafür überhaupt Elektroantriebe machen zu können. Und das reicht aber noch nicht. Wir sind dann wirklich sehr konsequent durchs gesamte Fahrzeug gegangen und haben Leichtbau eigentlich an jeder Komponente betrieben. Führt dazu, dass wir ein Auto mit 1485 Kilo haben und sozusagen alle Gene des Sportwagens jetzt wirklich vorhanden sind. Und jetzt braucht so ein Fahrzeug natürlich noch einen vernünftigen Antrieb. Und dort ist das Grundkonzept, dass wir einen relativ kleinen Verbrennungsmotor nehmen. Das ist ein 1,5 Liter Dreizylinder Turbomotor. Und eine vergleichsweise große E-Maschine mit knapp 100 kW, also Plug-in-Hybrid-Ansatz. Dann eine 6-Gang-Automatgetriebe an den Verbrennungsmotor und ein 2-Gang-Getriebe an der Vorderachse am Elektromotor. Das führt dann dazu, dass wir in der Summe 266 kW Antriebsleistung haben, was eigentlich für 1485 Kilo ein ganz ordentlicher Wert ist. In der Summe 570 Newtonmeter Drehmoment, eine elektrische Reichweite von 35 Kilometern und das Ganze bei einem Verbrauch von derzeit jetzt sogar unter 2,5 Litern, 250 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, maximale elektrische Geschwindigkeit 120 Stundenkilometer und ein Wert von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden. Das heißt, Sie sehen, das sind alles Werte, die Sie eigentlich bei Sportwagen, die heute am Markt erfolgreich sind, auch so finden. Sie kriegen hier bei so einem Antrieb nur noch mal eine ganz andere Dimension hinein. Denn diese Zahlen an sich, die sagen eigentlich noch nichts über die Emotionalität aus. So ein Elektroantrieb hat ja, und das wissen Sie alle, aufgrund des steilen Drehmomentenaufbaus eine unglaubliche, eine gute Response. Das heißt, er ist unglaublich spontan und schnell. Und dieses Gefühl, dass ihr aufs Gaspedal dreht und das Auto schießt nach vorne und es geht extrem leicht um die Kurven aufgrund der niedrigen Trägheit, das ist eine ganz neue Dimension des Fahrerlebnisses. Und hinzu kommt das emissionsfreie Fahren, das elektrische Fahren, was per se auch nochmal ein extrem Kundenwerte-Eigenschaft ist. So, jetzt vielleicht ein Blick auf die Einzelkomponenten noch kurz. Also wie gesagt, ein 1,5 Liter Dreizylinder-Turbomotor. Die Frage ist, warum nur so einen kleinen Motor genommen? Der Punkt ist,
um einen guten Praxisverbrauch zu bekommen, nicht nur einen guten Zulassungsverbrauch, der ja über die elektrische Reichweite wesentlich gegeben ist, sondern um einen guten Praxisverbrauch zu bekommen, müssen Sie einen Kleinverbrennungsmotor einsetzen. Und der Punkt ist ja, für 90 bis 95% der Fahrsituationen, wo Sie unterwegs sind, reicht ja ein 170 kW Dreizylindermotor absolut aus, das Auto zu bewegen. Das heißt, wenn Sie 120, 130, 140 konstant auf der Autobahn fahren oder 100 auf der Landstraße, bewegt dieser Motor das Auto perfekt. Sie schleppen nur drei Zylinder mit, nicht 6 oder 8 wie andere und kriegen damit einen sehr günstigen Praxisverbrauch. Wenn jetzt Dynamik gefordert ist, dann kommt die E-Maschine ins Spiel. Die ist unglaublich schnell und liefert dann sozusagen die fehlenden kW oder fehlenden Newtonmeter und bringt dann die Dynamik und die Fahrleistungen, wenn gefordert. So, dann gibt es eine zweite E-Maschine, die ist jetzt konzeptionell noch sehr wichtig, das ist ein Hochvoltstartergenerator, der sitzt am Verbrennungsmotor. Der hat jetzt drei Funktionen. Das eine ist, mit dem starten wir den Motor. Das zweite ist, dass er verwendet werden kann, um die Batterie zu laden. Und das dritte, und das ist vielleicht die wichtigste Funktion, ist, mit dieser E-Maschine beschleunigen wir den Verbrennungsmotor. Weil der Punkt ist, um eine Gesamtdynamik des Antriebes hinzubekommen, die E-like ist, nützt es ja nichts, eine schnelle E-Maschine mit einem langsamen Verbrenner zu kombinieren, sondern auch der Verbrenner muss jetzt in Gang gebracht werden, beschleunigt werden. Dieser Motor bringt den Verbrenner schnell auf Drehzahl, schnell auf Drehmoment, sodass die Gesamtresponse des Antriebs dann äußerst dynamisch wird. Gut, dann ein Getriebe, ein Zweiganggetriebe an der Vorderachse, an der E-Maschine. Deswegen Zweiganggetriebe, weil auch hier beim elektrischen Fahren Sportwagen Performance gefordert ist. Also wir wollen Beschleunigungen aus dem Stand an der Haftgrenze haben und die E-Maschine ist aber trotzdem bis 250 Stundenkilometer eingekoppelt. Dafür braucht man eine lange Übersetzung, fürs Anfahren eine kurze Übersetzung, also ein Zweigang-Einsatz. Ja, dann das Automatikgetriebe an der Hinterachse, ein Sechsgang-Wandlerautomat. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen die schlechte Nachricht für die Getriebeentwickler oder auch die gute, das weiß ich nicht. Je mehr E in einem Fahrzeug in Zukunft sein wird, je mehr Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich vorhanden ist, desto weniger Gänge werden benötigt werden. Das heißt, die Anzahl der Gänge von Automatik oder automatisierten Getrieben wird zurückgehen. Und es gibt andere Anforderungen, die dann eine Rolle spielen, zum Beispiel Akustik. Weil wenn Sie elektrisch fahren und dann irgendwann dieses refinierte Fahrerlebnis haben, dass alles leise ist, dann kommen natürlich irgendwann die Quellen hervor, die Akustikquellen hervor, die heute durch den Verbrenner überdeckt werden. Und da ist das Getriebe ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, Getriebe müssen in Zukunft vielleicht weniger Gänge haben, sie müssen optimale Wirkungsgrade haben und vor allen Dingen leise sein. Wen das genauer interessiert, unser Automatikgetriebe, Leiter der Robert Meyer ist heute, glaube ich, auch da, der hält heute Nachmittag einen Vortrag über diesen Getriebebaukasten. Da kann man sich dort genauer informieren. So, dann der Speicher. Hier nur nochmal der Vollständigkeit halber, sitzt wie gesagt tief im Fahrzeug. Ich werde häufiger gefragt, warum habt ihr kein rein elektrisches Auto gemacht? Die Antwort ist, glaube ich, relativ naheliegend. Das kann man machen. Der Speicher wird dann nur so groß, damit man eine vernünftige Reichweite bringt, dass er sehr schwer wird. Und die Gewichtsziele unter 1500 Kilo sind keinesfalls mehr erreichbar. Das heißt, man kann Autos machen mit super Längsdynamik, rein elektrisch, aber eben nicht mit vernünftiger Querdynamik. Und ich denke, die Beispiele, die am Markt verfügbar sind, die zeigen das. Dieser Kompromiss, Plug-in Hybrid mit 35 Kilometer Reichweite, ist eigentlich auf dem Punkt, was Fahrdynamik und Nachhaltigkeit betrifft. So, jetzt ist es natürlich so, dass ein solches Antriebskonzept nur dann funktioniert, wenn immer genügend Strom in der Batterie ist. Das heißt, es geht jetzt wirklich darum, eine vernünftige Betriebsstrategie zu finden. Und was wir hier machen, wir bieten in der Summe so 4 Fahrmodi für das Fahrzeug an. Der eine, wir nennen den Komfortmodus, das ist der Aufstattmodus des Fahrzeugs, das ist ein ausgeglichener Hybridmodus. Das heißt, Dynamik und Verbrauch sind balanciert. Wir beginnen mit vollem Speicher, fahren den Speicher runter auf einen minimalen Ladezustand, der immer noch genügend Dynamikreserven beinhaltet. Dann gibt es den Sportmodus. Und im Sportmodus verlaufen immer beide Antriebe. Und im Sportmodus nutzen wir die freien Kapazitäten des Verbrennungsmotors, also die KWs von den 170, die gerade nicht gebraucht werden, um den Speicher nachzuladen. Das heißt, hier ist die Strategie, den Speicher immer möglichst voll zu haben. Das geht natürlich ein Stück weit auf Kosten des Verbrauchs, aber damit ist eine maximale Performance und maximale Dynamik unter realen Fahrbedingungen auf jeden Fall zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Dann gibt es einen reinen Elektromodus, das heißt bis 120 Stundenkilometer kann man rein elektrisch fahren, 35 Kilometer weit.
Und dann gibt es auch noch einen EcoPro-Modus, der in allen BMW-Fahrzeugen vorhanden ist und der hier vielleicht die Auswirkung hat für den Kunden, die noch interessant ist, dass er die elektrische Reichweite um etwa 20% verlängert. So, wie sieht das jetzt im realen Leben aus? Sie haben Ihr Fahrzeug nachts in der Steckdose stecken, ist geladen morgens. Das Fahrzeug wird klimatisiert. Sie sitzen mit Ihrem iPhone am Frühstückstisch, können dort gucken, wie ist der Ladezustand, können die Temperatur einstellen. Dann steigen Sie da ein, fahren elektrisch los, rollen so sozusagen durch Ihren Ort. In der Stadt fährt man dann im Hybrid-Mode, das heißt von 0 bis etwa 65 Stundenkilometer rein elektrisch. Bei 65 Stundenkilometer schaltet der Verbrenner zu. Und wenn man wieder unter die 65 kommt, legt er wieder ab. Das ist so die Logik, ich fahre in der Innenstadt oder durch den Ort durch, elektrisch. Wenn ich rausfahre, kommt der Verbrennungsmotor, spart auch dann wieder Strom und es fährt im optimalen Betriebszustand. Wenn ich wieder in die Stadt hineinfahre oder wieder in Langsamfahrgebieten, dann legt der Verbrenner wieder ab. So, Escape Driving heißt, ich verlasse jetzt die Stadt, ich gehe raus auf die Landstraße. Dort habe ich dann den hybriden Betriebszustand. Ich habe ja ein Allradsystem, was die Kraft dann optimal auf beide Räder verteilt und was wirklich ein vernünftiges Energiemanagement macht, sodass gerade immer der Antrieb dann auch verwendet wird, der energetisch optimal ist. Und es führt dann dazu, dass man auf Verbräuche wirklich von kleinen Wagen kommt. Zum Verbrauch sage ich dann gleich noch was damit. So, dann gibt es den reinen Elektromodus, wie gesagt, bis 120 Stundenkilometer, 35 Kilometer Reichweite. Und dann gibt es den Sportmodus. Das ist der meiner Prognose, wo das Auto wahrscheinlich von den meisten Kunden betrieben werden wird. Da hat man jetzt wirklich die absolut volle Performance zur Verfügung. Man hat immer genügend Energiespeicher. Man hat die gesamten Fahrleistung, wie gesagt, 250 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, 4,4 Sekunden von 0 auf 100. Und eine Fahrdynamik, die seinesgleichen im Moment sucht. So, wie sieht das Ganze jetzt auf der Verbrauchsseite aus? Das Erste, was man sich dort klar machen muss, Verbrauch bei Hybridantrieben hängt extrem stark davon ab, ob der Kunde lädt und wie häufig er lädt. Und hängt natürlich auch sehr stark von den Strecken ab. Das beginnt, wenn ich zu Hause losfahre und mein Arbeitsweg ist, wenn ich durch München durchfahre, über den Mittleren Ring, etwa 15 Kilometer, da kann ich rein elektrisch fahren. Das heißt, fahre ich elektrisch hin, elektrisch zurück, das mache ich eine ganze Woche lang, dann ist der Verbrauch, mit dem ich unterwegs bin, null. Jetzt gibt es auch eine andere Alternative, ich kann auch über die Autobahn fahren, wenn der Mittlere Ring in München verstopft ist. Dann fahre ich so 2 Kilometer zur Autobahn, dann fahre ich die Autobahn so 100 mit 120, 130 Stundenkilometer bis zur Abfahrt dann nach München rein und dann fahre ich wieder elektrisch den Rest. Dann komme ich irgendwo auf Verbräuche so bei 3 bis 4 Liter. Wenn ich jetzt rausfahre aus der Stadt und je länger die Strecke ist, desto geringer wird natürlich der Einfluss, der aus der Batterie dann kommt, also aus dem emissionsfreien Fahren, dann lande ich irgendwo bei Verbräuchen, die immer noch unter 7 Litern sind. Und selbst wenn ich mit maximaler Dynamik unterwegs bin, im Sportmodus, und die Batterie geladen wird und ich alles tue, was geht, dann lande ich nur bei Verbräuchen, die irgendwo in der Größenordnung so von 12 Litern sich befinden. Wenn Sie das anschauen, dann ist es eben so, dass in den Bereichen, wo die Kunden fahren, ich habe hier mal die mittlere Tagesstrecke eingetragen, die BMW-Kunden weltweit zu fahren, in diesen Bereichen sind die Verbrauchsvorteile wirklich wahnsinnig hoch, weil das genau die Bereiche sind, wo Autos mit einem klassischen Antrieb maximale Verbräuche, maximale Emissionen haben. Und die Diskussion, die man oft so hört, der KV01 oder der Zulassungsverbrauch, der Zyklusverbrauch für Plug-in-Hybride, der ist ja geschönt, weil das so niedrige Werte sind, das relativiert sich eigentlich, weil wenn Sie den Speicher wirklich nutzen und wenn Sie das Fahrzeug laden und wenn Sie kurze Strecken fahren, dann kommen Sie sehr wohl in diese Bereiche und Sie können da sogar drunter kommen. So, und über den gesamten Bereich sind sie immer mindestens 50% besser wie vergleichbare Sportwagen, die heute so am Markt verfügbar sind. Und ich glaube, dass damit auch der Beweis erbracht ist, dass es uns gelungen ist, hier wirklich ein Fahrzeug hinzustellen, mit dem wir diese hohe Sportlichkeit und diese Dynamik mit sehr, sehr moderaten Verbräuchen kombinieren. Ja, damit bin ich schon am Ende meiner Ausführungen angekommen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was von der Faszination dieses Fahrzeuges rüberbringen. Wir sind fest überzeugt davon, dass wir damit das Sportwagenkonzept der Zukunft definiert haben. Natürlich wird der Markt darüber entscheiden und bis dahin halten wir es mit Willy Brandt, der mal irgendwann gesagt haben soll, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Herzlichen Dank.